Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier im verregneten Bjornholm. Und, oder Bjornholm, ist ja auch egal. Ja, wir sind hier gerade am Mähen, beziehungsweise wir haben hier die ersten Felder, haben wir schon gemäht. Das große, oder naja, im Gegensatz zu 22 ist das natürlich hier jetzt auch eher ein kleineres. Also das mittlere und die beiden kleinen haben wir gemacht. Hoppla, was mache ich hier? Musste gerade mal hier gähnen und dabei die Augen zumachen, warum auch immer. Boah, aber der schlingert auch hier. Echt nicht schön. So, das wären dann die nächsten Felder, aber das ist noch nicht genug gewachsen. Also wir sehen hier, hier fehlt es noch an gelben Blümchen. Also Textur ist da, aber es lohnt sich noch nicht. So, deswegen würde ich sagen, fangen wir schon mal an, die anderen Felder zu schwaden. Und ja, weil was sollen wir sonst machen, ne? Wir haben ja auch noch Getreide hier stehen. Das dauert auch noch, bis der jetzt ja, vergammelt oder halt schlecht wird. So lange sind die Tage nämlich nicht, dass das jetzt alles zack, zack, zack immer gemacht werden muss. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem Schwaden hier von den drei Feldern an, die wir schon gemacht haben. Oh, herrje. Nee, falsch, ne? Andere Seite. So ist das mit Geräten, die ausschwenken. Oh, bitte. Spiel, macht doch jetzt keinen Ärger hier mit uns. So, geht doch. Können wir schon mal ausklappen, das Ganze. Das dauert nämlich immer so ein bisschen. Gut, runterlassen und ab geht's. Ja, hier bleibt wieder ein bisschen was liegen, schätze ich, weil das halt hier so von der Höhe so ein bisschen hügelig ist, dass der da hier und da mal Probleme hat, aber es ging ja eigentlich. So, jetzt sind wir hier ein bisschen schräg. Aber so dramatisch ist es nicht. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier eine ganz, ganz vorsichtige Kurve. Einmal außen rum. Weg vom Zaun. Oh je, oh je, oh je. Oh Mann. Das war jetzt nicht die Absicht. Oh Gott, 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 oh Gott. So. Also, ich fahre hier mal geradeaus runter, auch wenn das hier jetzt ordentlichen Krach geben würde. Oh, der packt das nicht, oder? Ah.
Also, hier, das können wir ja so nicht stehen lassen, ne? Da müssen wir nochmal lang. Sonst drehen wir ja durch, wenn wir hier dann mit dem anderen fahren. Also mit dem Sammelwagen. So, aber der Rest war okay. So, jetzt haben wir hier auch eine schönere Linie. Meine Herren. Oh, Alter, wie der hier rutscht. Unfassbar. Der ist echt nur am Schlingern. Das ist gar nicht so einfach. Oh, meine Güte nochmal, ey. Das ist echt dämlich hier. So, wartet, wir fahren hier nochmal ganz kurz zurück. So. Ja, gibt Schlimmeres. So, wenn zum Beispiel an der Seite was liegen bleibt. Ja, also das hier wird ja auch, ist ja Silage, sonst müssten wir da ja nochmal rüber gehen, aber wenn wir, wäre lustig, ne, wenn wir jetzt hier mit dem Heuwender oder Heuzetter hier langfahren, dann würde es ja trocken werden, aber es regnet ja, also und trotzdem würde es mit großer Sicherheit trocken werden. So, komm, zieh. Du schaffst es. Ich vertraue dir. Meine Güte, gut, dass das gar nicht nervig ist hier mit diesem Riesenteil und so einem Pille-Palle-Traktor. So, ich würde sagen, ich mache hier, so nicht wundern, das hier ist vom letzten Mal noch, glaube ich. Boah, ey, was geht denn ab hier am Zaun? So, ich fahre nochmal hier das, die nächsten als Kurve und dann haben wir hier, denke ich mal, genug Platz zum Wenden am Zaun. Also, bin froh, dass wir hier bei diesem Feld nicht so viel haben. So, bei der 22 wird es einfacher. Die ist nämlich
Die ist auch nicht so breit, aber die ist halt lang. Ne? Da fahren wir halt viel in eine Richtung immer. Aber das ist hier bei solchen Arbeiten eigentlich immer angenehmer. So, hier reizen wir jetzt die Breite zwar auch nicht optimal aus, aber passt schon. So, und der Regen hört nicht auf, ne? Also wenn es hier mal regnet, dann auch richtig und auch mit Nebel und allem, also meine Herren, bin ich mal gespannt. Also der Tag ist noch lang. So, wie das Ding wieder hier durch die Gegend schleudert. Ja, und dann bleibt da so ein Pille-Palle-Streifen über. Die können wir, glaube ich, sogar auch zusammen machen, ne? Sparen wir uns dann eine Tour. So, kleiner Traktor. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Okay, machen wir es so, dass wir hier mal langsam rüber gehen. So. Sonst kriegen wir wieder nämlich nicht die ganze, das Ganze mit. So, aber dann haben wir hier zumindest erstmal schon mal die erste Fläche schön geschwadet. Na gut, schön ist was anderes, wenn man so will. So, machen wir es so, dass wir hier noch mal ein paar Minuten weitermachen. Dafür wird die nächste dann ein paar Minuten kürzer. Und dann kriegen wir das hier zumindest dann noch fertig. Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? So, klappt das, wenn wir hier jetzt so hochfahren? Oh. Vielleicht sollten wir die runterlassen.
So. Oh Gott. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Weißt du was? So. Meine Güte, ey, dieses Schande-Ding. So, also. Muss ich mal gucken. Also, bitte in die richtige Richtung. Nein, das ist wieder falsch. So, vorsichtig. So, jetzt sieht's gut aus. Ist auch gar nicht so einfach, weil hier diese Kuppel ist, dieses kleine Ding. Dann ist dieses Ding so riesig. Unser Traktor ist zu schlecht. Bisschen nervig alles. War mir schon klar. Boah, bitte. So, machen wir hier mal zwei. Dann haben wir hier an dieser Stelle dann hoffentlich Ruhe. So, und dann können wir hier schön dann so lang fahren. Auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen mehr Platz, aber da rechts ist halt überhaupt kein Platz. Das ist das, was ein bisschen nervig ist. So. Ich habe da eine Idee, wie wir das hier so fahren können. Machen wir das kurz so hoch und danach dann wieder in die Richtung. Ja, das Getreide hier ist übrigens auch fertig, aber, oh, der Regen hat übrigens aufgehört, ich wollte nämlich gerade sagen, aber im Regen ist das immer schlecht, aber das zählt ja jetzt nicht mehr. Wir machen trotzdem erstmal die Felder hier, ich werde das mal mir überlegen, ob wir da nächste Folge schon anfangen, aber ich würde zumindest erstmal ganz gerne hier die Silage und das alles abschließen.
So, hier ist natürlich jetzt nicht mehr so viel. Da wird die Spur dann ja nicht mehr so gehaltvoll, aber so ist das halt. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch zweimal oder dreimal hier auf dem anderen zu fahren. Und dann haben wir es gepackt. So, haben wir die eine Spur ein bisschen mit angekratzt, macht aber nichts. So, diesen Zipfel, der da rechts überbleibt, den können wir dann noch einmal in diese Spur, die wir jetzt gerade machen, noch mit reinnehmen. Und dann sind wir hier auch durch. Ja, nächste Folge, wie gesagt, fangen wir an mit dem Ballen oder mit diesem Wägelchen. Wir können auch theoretisch schon mal, ja, wir können auch schon mal anfangen hier, dass der Kollege da Stroh anfängt reinzuholen. Und dann fangen wir damit halt auch schon mal an. Also, nächste Folge geht's hier weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!